Und wenn es mir nicht passt, dann komme ich halt nicht mehr. Gehe in eine Kirche, wo der Kaffee wärmer ist und so, oder? Wir sind auch Wohlstandschristen geworden, oder? Und jetzt, wo mal ein Druck kommt, das ist eine riesen Chance. Das ist eine riesen Chance, zu merken, was ist eigentlich das Fundament? Und was geht es denn eigentlich wirklich? Und ich sagte, hier in diesem Haus geht es um Jesus. Den gekreuzigten Jesus. Und wenn du nicht einverstanden bist, du kannst gehen. Fühl dich frei. Die Tür ist dort vorne. Wirklich, wenn du nicht hier angekommen bist wegen diesem Jesus, dann muss ich dich enttäuschen. Du wirst einmal enttäuscht. Und es geht hier um den gekreuzigten Jesus. Und der macht dein Leben nicht nur einfacher, sondern ladet dich ein, ihm nachzufolgen. Und das kostet etwas. Gell? Und ich rede zu mir selber. Und für das bin ich dankbar, für die Krise eigentlich. Weil wie immer, wenn es schwierig wird, müssen wir uns aufs Wesentliche fokussieren. Und ich rede zu beiden Leuten, ich rede zu beiden Lagen, gell?